Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich wieder ein Aufgebraucht-Video für euch und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Wir starten einmal und zwar mit Katzenfutter. Da habe ich zweimal hier diese 40er-Packung aufgebraucht von Whiskers und zwar in Soße. Ja, und das ist diese, keine Ahnung, die Classics irgendwie. Da ist Lamm bei, Geflügel, Huhn und Rind. Genau, da habe ich zweimal die 40er Packung aufgebraucht. Und einmal, also nicht ich, ne, das war Pooch. Pooch ist das Futter am liebsten. Fragt mich nicht warum, aber es ist so. Genau, und er ist sehr empfindlich mit dem Magen. Das heißt, ich kann nicht so oft hin und her wechseln. Und das verträgt er tatsächlich ganz gut. Ich weiß, es ist nicht das super tolle Futter, aber so what, er verträgt es gut und er ist noch jung, kann noch so ein Futter kriegen. Also ja, genau, und das ist einmal Geflügel. Da ist mit Huhn, mit Ente, mit Geflügel und Truthahn, genau, und da sind 24 Packs drin. Ja, und jetzt habe ich diese kleinen quasi, die werden so gut wie gar nicht halten wahrscheinlich. Gefühlt frisst er mir die Haare vom Kopf. Ich mache das jetzt extra nicht klein, weil letztes Mal wurde sich unter dem Video beschwert, dass das zu laut ist. Und deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht klein. So, machen wir weiter mit einmal von Miss Curly Jen ein Duftwachs und zwar Bubblegum. Das war okay, aber das war jetzt nicht etwas, was ich mir nochmal wieder nachholen würde, aber theoretisch ein sehr guter Duft. Aber halt nicht so meins. Da habe ich einmal Badekristalle von Isana. Einmal diese. Die sind in so einem Mehrfachpack drin. Ja. Die riechen eigentlich nur und machen nichts anderes. Aber ja, da war Disney drauf, ne? Dann muss das halt mal. Dann habe ich von Seventh Heaven eine Vitamin C Brightening Cheek Mask aufgebraucht. Die war im Trasho drin. Ja, die fand ich ganz gut, denke ich, so solide, weil da steht nichts drauf. Ich schreibe da ja eigentlich nur was drauf, wenn sie jetzt nicht so gut waren. Ansonsten sind sie immer ganz gut gewesen. Dann habe ich hier Superfood Hydrogel Augenpads, auch von Isana. Aus der 25 Jahre Dings. Ja, die waren auch ganz gut. Dann habe ich einmal von Asan Collagen Lift Nachtsorbet-Creme aufgebraucht. Das war diese. Ja, Asan-Produkte mag ich immer ganz gerne. Das hier war im Adventskalender drin. Ja, mag ich wie gesagt ganz gern. Dann habe ich hier Balea Rasierschaum, Dahlia Dream. Ja, ich werde mir keinen richtigen Rasierschaum mehr nachholen, weil ich das für unnötig halte. Man kann auch genauso gut Duschgel nehmen. Und ja, genau, deswegen. Der war aber ganz gut und braucht auch ganz gut. Hat auch sehr lange gehalten, aber wie gesagt, brauche ich nicht mehr. Dann habe ich einmal Shampoo aufgebraucht von Elvital, das Farbschutz, dieses rote, mag ich immer ganz gerne. Ich habe ja auch rote Haare. Ja, würde ich auch immer wieder nachholen. Dann habe ich einmal eine Seife aufgebraucht, Balea Handseife, Vamos a la Playa. Den Geruch mochte ich sehr gerne und könnte ich mir auch vorstellen, nochmal nachzuholen. Mein Kater hat jetzt gerade seine 5 Minuten, da müsst ihr jetzt durch. Hier ist, dass die Gegend springt. Da habe ich einmal Feuchttücher aufgebraucht, hier von Babytime. Ich glaube, das ist Penny. Die sind auch ganz gut. Kaufe ich auch immer wieder nach. Dann habe ich einmal Sterilium aufgebraucht hier. Das werde ich aber nicht wegschmeißen, diese kleine Packung, sondern ich werde sie wieder auffüllen, weil ich habe Sterilium noch einmal in groß. Und das werde ich dann halt, wie gesagt, einfach auffüllen. Deswegen bleibt das hier stehen. Da habe ich einmal einen Duftsprüher von Airwick. Ätherische Öle, Cotton und Weißer Flieder. Ja, das war auch sehr schön. Ich mag halt so frische Düfte lieber. Ne? So, dann habe ich noch einmal Lenore Weichspüler, Orchidee und Vanille. Das war so ein riesiges Pack hier irgendwie. Wie viel ist denn da drin? 1,4 Liter. Ja, das war auch ganz schön. Lenore geht eigentlich immer. Und ja, würde ich auch nochmal wieder nachholen. Aber ich mag diesen Vanilleduft halt nicht so, ne? Also die anderen sind mir lieber. So, dann habe ich einmal Badeschaum von Tricking Moon Fizzy Sparkling Party. Die machen ja auch immer ganz guten Schaum und duften auch ganz schön. Also wenn ich solche Einmalanwendungen nachkaufe, dann meistens von Tricking Moon.
ich einmal eine Kerze aufgebraucht. Das war einfach so eine mit Glitzer, die war ohne irgendwie irgendwas Besonderes. Die sah halt nur hübsch aus von außen. Und ja, kann man mal machen. Dann hat Pooch nochmal Trockenfutter aufgebraucht von Winston, beziehungsweise das frisst er nicht so, sondern ich tue ihn das immer in seinen Snackball rein, um die Mahlzeiten ein bisschen zu überbrücken. Dann hat er hier irgendwo seinen Snackball, ist er gerade hier in der Nähe? Ne, zu weit weg. Ja, den hat er jedenfalls und den befülle ich ihn dann und dann kann er ein bisschen spielen und sich beschäftigen und gleichzeitig hat er dann auch ein bisschen Futter. Mag er ganz gern, hat sich noch nicht drüber beschwert. Dann habe ich einmal hier Schwämme, die habe ich noch gar nicht ausprobiert von Spectrum. Die waren halt in ein Wanderpaket drin. Und ja, wie gesagt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber sind bestimmt ganz schön. Pooch, hör auf. Poochbär, hey. Dann habe ich einmal Zahnseide aufgebraucht von der Höhle der Löwen hier. Von Wingbrush. Ja, die war ganz cool. Die hat irgendwie nach Wassermelone geduftet. Mochte ich ganz gern. Gibt es aber irgendwie nicht mehr. Habe ich jedenfalls nicht wieder gesehen. Da habe ich einmal von Carefree Slip-Einlagen. Nicht aufgebraucht, aber nachgefüllt. Brauche ich im Moment auch etwas öfter. Ja, genau. Dann habe ich Bilou Duschschaum aufgebraucht, beziehungsweise ich habe vielleicht ein Viertel aufgebraucht und die Tochter meiner Freundin hat den Rest in die Badewanne gequetscht. Aber es sei ihr gegönnt. Ne? Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich bin ganz froh, dass sie das aufgebraucht hat, weil irgendwie fand ich den Geruch nicht so gut. Ist aus der Pinkbox gewesen. Ja, so riecht das ganz gut, aber irgendwie auf dem Körper roch das nicht schön. Deswegen ist alle jetzt. Dann habe ich einmal Reinigungstücher aufgebraucht von Balea. Die brauche ich immer mal, um hier über meinen Tisch zu wischen oder mal Swatches zu entfernen. Oder wie jetzt zum Beispiel auch. Ich habe vorhin jemanden geschminkt und ich mache das Make-up immer. Hier zum Beispiel habe ich jetzt Glitzer, weil ich Glitzer geschminkt habe. Mache ich dann immer hier auf den Handrücken und dann muss ich es ja auch irgendwie wieder wegmachen. Deswegen dafür nutze ich solche Tücher. Sind okay, da ist mir aber auch relativ egal, von welcher Marke oder so die sind. Dann habe ich Binden einmal nachgefüllt. Das sind die hier vom Parcell, die sind auch okay. Bei Binden ist mir jetzt nicht so wichtig, dass die von irgendeiner Marke sind, deshalb, ja. Dann habe ich von Dalton die Extreme Lift, das Extreme Lift Serum. Das war im Trasho drin. Das war okay, aber ich weiß nicht, Dalton überzeugt mich irgendwie nicht so hundertprozentig, jedenfalls nicht für den Preis. Also ich finde, für den Preis müsste es deutlich mehr tun und ja. Also ich glaube, Dalton und ich werden nicht solche Freunde. Dann habe ich von Procodent ein Whitening Pen aufgebraucht. Der hat gefühlt die ersten paar Tage was gebracht und dann nicht mehr. Sag mal! Haben wir es bald? Ja, also wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Ich habe mich jetzt auch nicht darüber informiert, wie schädlich das für die Haut ist und so, ne? Für die Zähne, nicht für die Haut. Da habe ich einmal hier Jewels aufgebraucht, Face Jewels, beziehungsweise die Kinder von meiner Freundin und die Tochter von meinem Freund. Genau, die haben das einen Tag gehabt und dann ja, haben sie es jedenfalls aufgebraucht. So, dann habe ich einmal Schmutzfangtücher hier von Denk mit aufgebraucht. Die benutze ich immer, weil da doch ganz schön viel Farbe ausläuft noch aus Kleidung, auch wenn sie nicht mehr neu ist. Deswegen, ja, kaufe ich auch immer wieder nach. Dann habe ich einmal Küchentücher aufgebraucht von Saugstark und Sicher. Dann nehme ich immer diese drei dicken. Ja, und die haben dann auch immer irgendein hübsches Design. Und das, ja, kann ich euch empfehlen. Kommt auch immer wieder nach. Dann habe ich einmal eine Retinol-Tuchmaske. Die war im Wanderpaket. Die ist auch ganz gut. Ich glaube, die gibt es bei Action, The Mask Doctor. Ja, kann ich euch empfehlen. Dann Generation of Glow iPad Mask von Yuti. Die haben tatsächlich mal nicht gebrannt, aber irgendwie brennen die sonst immer bei mir, neuerdings. Dann habe ich einmal Duftspray von Denk mit, Dreamy Blossom. Das war noch im Tauschpaket von Elisa. Ja, das war ganz okay, hat aber auch sehr, sehr lange gehalten. Kommt jetzt weg. Dann habe ich nochmal Face Jewels, habe ich euch ja erzählt. Ich habe ein paar mehr davon aufgebraucht.
kann ich euch empfehlen, bei Essens die sich zu holen, weil die sind super einfach anzubringen. Und gerade Kinder macht man damit sehr glücklich. Habe ich einmal Nagellackentferner von Asa nicht aufgebraucht, aber nachgefüllt. Ja, der überzeugt mich irgendwie nicht so. Der braucht recht lange, um Sachen zu entfernen. Aber naja. Habe ich hier einmal das Elvital Dreamlank 8. 8 Sekunden Wonder Water. Ja, das mag ich sehr gerne und das hat auch tatsächlich einen Effekt bei meinen Haaren. Und das würde ich mir auch gegebenenfalls immer mal wieder nachholen. Das war jetzt aber in einem Trash-Paket oder sowas. Dann habe ich hier einmal MAC Lashes Honey Nummer 2. Ja, irgendwie habe ich in letzter Zeit immer ein bisschen Pech mit den MAC Lashes und die verlieren so schnell Haare bei mir. Aber generell mag ich die MAC Lashes sehr gerne. Dann habe ich einmal Persil, wie heißt denn das? Waschmittel nachgefüllt, ja. Dann habe ich einmal ein Badesalz, deine kuschelige Winterzeit. Ja, ich muss jetzt langsam diese ganzen Winterdüfte aufbrauchen, weil wir kommen langsam in Richtung Frühling und dann müssen diese Winterdüfte weg. Ich habe aufgeschrieben, Duft okay und macht keinen Schaum. Ja, genau. Dann habe ich hier einmal Erkältungsbad aufgebraucht von Kneipp. Ja, das ist dieses. Das war auch sehr schön. Ja, gegebenenfalls braucht man das zwischendurch immer mal wieder. Deswegen kann ich empfehlen. So, dann habe ich einmal von Asam ein Perfect Eye Serum. So Serum. Also Serum bin ich jetzt tatsächlich nicht so der Freund von. Also ich mag lieber diese dickeren Augencremes. Das war auch im Asam-Kalender. War okay. So, dann habe ich einmal von Kiko diesen... Schande. Diesen Blush hier aussortiert, weil der war mal runtergefallen und irgendwie sieht der auch nicht mehr schön aus und niemand will den haben, wenn er so aussieht. Aber der kommt auch nicht in die aufgebrauchte dekorative Kosmetik, weil er ist ja nicht aufgebraucht. Dann habe ich noch einmal einen Duft aufgebraucht, den gleichen nochmal mit Cotton und weißen Flieder. Ja, kann ich empfehlen. Dann habe ich einmal Katzenklo-Deo aufgebraucht mit Lavendelduft. Ja, das ist, glaube ich, die Marke von Fressnapf. Das roch auch ganz gut. Ja, roch ein bisschen nach Lavendel, jetzt nicht so intensiv, obwohl doch schon recht intensiv. Aber fürs Katzenklo ist es okay. Dann habe ich einmal hier Urinfleckenvernichter aufgebraucht, hier von Trixie. Das habe ich oft für einen Rattenkäfig benutzt. Weil die leider immer dahin pinkeln, wo sie nicht hinpinkeln sollen. Also leider immer aufs Holz. Ich kriege das gar nicht aufgeschraubt hier. Naja, und deswegen habe ich das dann damit immer gereinigt. Dann habe ich nochmal hier Feuchttücher von Babytime. Und einmal Toilettenpapier von Penny. Ohne Design. Ja, ich bin auf Design im Zug. Ich habe die letzten zwei Male bei Penny Toilettenpapier geholt. Da gibt es das nicht mit Design leider. Ich habe einmal ein Stabfeuerzeug geholt. Mein altes ließ sich irgendwie nicht mehr befüllen. Deswegen habe ich mir ein neues gegönnt. Putsch, liegt da noch was? Dann habe ich einmal, also nicht aufgebraucht, sondern mein Freund hat das jetzt in Verwendung, den Blistex Med Plus. Der war in der Pinkbox. Der ist wohl sehr gut und hilft auch richtig gut. Habe ich einmal andere iPads hier von Action Cucumber. War ein Wanderpaket, finde ich auch ganz gut. Dann hier noch eine Maske, die auch von Action ist. War auch ganz schön. Die Action-Masken sind immer sehr solide, kann man immer machen. Dann habe ich hier eine LED-Kerze, die habe ich jetzt in Anwendung. Das ist so eine rosa, ne? Die war bei Rossmann mal in so einer Valentins-Edition. Ja. Da habe ich nochmal eine Creme von Asam aufgebraucht, Aqua Intense. Supreme Hyaluron Creme, ja, die war auch ganz schön, auch im Adventskalender von Asam. Dann habe ich nochmal einen Badezusatz, verliebter Plätzchenbadeschaum mit Weihnachtsbäckerei-Duft. Ja, hat es auch tatsächlich, ist ganz angenehm, brauche ich jetzt aber im Frühjahr nicht mehr diesen Duft, um ehrlich zu sein. Dann habe ich noch drei dekorative Kosmetikprodukte. Einmal Trended Up Hydro Stay. Ja, die mag ich sehr, sehr gerne. Die ist sehr vergleichbar mit der von L'Oreal. Genau, also die würde ich mir auch nochmal wieder nachholen. Die ist ein bisschen deckender als die von L'Oreal. Habe ich jetzt, wie gesagt, aufgebraucht.
Dann habe ich nochmal den Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Das ist dieser, den mag ich auch sehr, sehr gern. Den habe ich aber nochmal im Backup. Deswegen muss ich ihn mir nicht nachholen. Ich glaube, er ist auch aus dem Sortiment raus. Und dann habe ich nochmal einen Concealer aufgebaut von Judith, den Rich Concealer. Da bin ich sehr froh, dass er leer gegangen ist, weil den mochte ich leider überhaupt nicht, weil er gar nichts gemacht hat. Also er hat nicht abgedeckt und keine Ahnung. Also nö. Fand ich nicht gut. Hat gefühlt aber ewig gehalten. Also etwas Positives hatte es auch. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich noch was in der Ecke vergessen habe und dann komme ich gleich wieder. Ja, ein Badezusatz hatte sich da noch versteckt und zwar Granatapfel und Aroniabeere von TT Sept. Ja, mag ich auch sehr gerne. Aber wie gesagt, diese Einmalanwendungen kaufe ich mir generell eigentlich nicht. Die kriege ich dann, wenn, meistens geschenkt. Und dann ist das auch okay, aber selber kaufen tue ich sie mir nicht. Da nehme ich lieber, habe ich auch genug von, lieber beiseite. Diese Mehrfachanwendungen. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Aufgebraucht-Video. In diesem Video könnt ihr auch mal wieder was gewinnen. Und zwar werde ich euch dieses kleine Päckchen mit Produkten füllen. Ja, wenn ihr mitmachen wollt und gewinnen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, öffentlicher Abonnent, sonst sehe ich das nicht. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben und ihr müsst ungefähr 2 Wochen warten und einen Kommentar schreiben, in dem ihr darauf hinweist, dass ihr gerne teilnehmen möchtet. Wenn das alles erfüllt ist, dann lose ich, wie gesagt, nach circa 2 Wochen aus und dann schreibe ich euch an. Ja. Ihr Lieben, und das war es jetzt wirklich. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss.